Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Soul Zero. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge hier noch diesen Habitat gebaut für mehr Schlafplätze. Das wollen wir jetzt natürlich auch ausnutzen. Und wir werden eine Rakete starten und zwar mit ein paar Leuten drinne. Und dann nehmen wir noch ein paar Supplies mit, selbstverständlich. Und füllen dann den Rest noch mit Wasser auf. Und los geht's auch schon. 8 neue Leute. Ja, unsere Kolonie ist ja immer noch zu klein. Ich weiß, da müssen wir dringend was dran tun. Beziehungsweise wir haben einfach zu viele Sachen. Jetzt bin ich nur mal gespannt, wie es jetzt aussieht, was die Nahrung angeht. Weil das könnte jetzt ein bisschen eng werden. Da bin ich gespannt. So, ich habe übrigens noch die neueste Version jetzt installiert. Von dem Spiel. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das hier weiterhin gut klappt mit den Gabelstaplern. Achso, Nahrung, ja genau, wir sind auf minus 5. Natürlich jetzt ein bisschen doof, aber jetzt schauen wir erstmal, was die Gabelstapler machen. Die biegen wieder ab. Sehr schön. So, wo ist denn unser fleißiger Bauarbeiter hin? Unser Baustronaut? Wo ist er denn? Hä? Bin ich blind? Ach, hier unten sind sie beide. Okay, dann nehmen wir uns einen von euch mal mit. Und der baut nämlich jetzt eine Farm. Das war natürlich wieder hier hinten hin. Ich habe jetzt bis jetzt noch keine Neuerung großartig gesehen. Kommt aber vielleicht noch. So, wir sind auf jeden Fall, sind wir jetzt voll ausgebucht. 28 Leute. Ich hoffe, dass es jetzt langsam mal ausreicht. Und wir nicht wieder so viele Geräte haben und Einrichtungen haben, die kaputt gehen. Bin ich mal gespannt. So, eine Farm ist fertig. Viere brauchen wir noch. Eigentlich haben wir jetzt auch genug Strom. Das heißt, du kannst auch noch mitbauen. Desto schneller sind wir da fertig. Wenn theoretisch wäre es ja... Oh, da knallt. Ich dachte, das ist Feuerwerk, aber das ist ein Meteoritensturm hier. Ja, eigentlich können wir auch hier noch so eine andere Einrichtung platzieren. Und zwar dieses Greenhouse. Das passt da ja noch super hin. Du baust aber trotzdem weiter Farmen. Das ist noch eine... Was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe mit der neuen Version ist Aufnahme mit Flaps. Vielleicht funktioniert das jetzt sogar schon. Ich weiß es nicht genau. Da bin ich gespannt. Muss ich mal später mal austesten, weil ich glaube, von der Videoqualität her ist das, was ich momentan zum Aufnehmen hier benutze, nicht wirklich so toll. Gut. Das Ding ist fertig. Da war ein bisschen zu viele Kisten hier, glaube ich. Müsste man vielleicht noch eine Palette hier irgendwo anlegen. Wir haben das nur leider ein bisschen zugebaut hier. So, jetzt bin ich gespannt, ob die... Ah, eins brauchen wir noch. Okay. Wo willst du jetzt hin? Du baust nämlich noch eine Farm jetzt. Können wir jetzt eigentlich auch davor setzen. So. Und das, was du jetzt baust, ist noch so eine Palette. Können wir eigentlich hier unten hinsetzen. Da können wir nämlich das Ding da entladen. Zwei Supplies noch raus und... Okay, ja, genau, du reparierst weiter. Sehr gut mitgedacht. So, jetzt sind wir auf 0. Können wir eigentlich noch einen bauen, dass wir ein bisschen Plus machen. Wir sind ja mal nicht so...
Joa. So, jetzt ist das Ding leer und kann dann wieder zurückfliegen. Jetzt haben wir gerade so viel Minuswasser gemacht, ich habe mich schon wieder gewundert, aber das wird wahrscheinlich jetzt durch das Befüllen kurzzeitig gewesen sein, weil das ist nämlich auch schon wieder weg. Von daher, alles gut. Und wir können weiter fleißig bauen. Ich muss mal gucken, was wir jetzt überhaupt noch bauen können. Jetzt auf jeden Fall natürlich die Farm hier hinten. Dann können wir mal schauen, was wir noch so alles für Optionen haben. Da geht bestimmt noch einiges. Oder wir haben das Spiel jetzt schon durch. So, nee, wir müssen uns auf jeden Fall noch mit den Dingern hier beschäftigen. Und mit dem Abbauen hier von Ressourcen können wir auch mal ein bisschen weitermachen. Während wir hier noch... Ja, während wir hier noch die letzte Farm bauen. So, da rollen wir einfach mal so in die Mitte. Und bauen hier ein bisschen was ab. Okay, jetzt läufst du zurück, holst dir eine Kiste und wir gucken mal, was wir noch so schön bauen können. Ja, jetzt gehen eigentlich nur noch die Solarpanels hier kaputt. Kannst du das nicht reparieren? Oder willst du das nicht reparieren? Dann reparier das und danach das andere. So, hier können wir noch die Tür aufmachen. So, der baut da hinten fleißig ab. Aber irgendwie kriegen wir das hier nicht oben drauf. Ich weiß nicht, eigentlich müsste das ja hier oben angezeigt werden, was wir dort abbauen. Irgendwie ist das aber nicht so der Fall. So, wir könnten noch ein Recycling Center. Achso, das sind die Dinger, die wir da dran. Ein Monument können wir bauen. Mhm. Ein 3D-Drucker. Das hört sich doch interessant an. Passt das hier oder müssen wir das... Wo kommt das dran? Das ist jetzt wieder die Frage. Kommt der... Gut, dann muss man halt mal lesen. Escape to cancel. Genau. Und dann gucken wir einfach mal... Oh, jetzt ist er weg. Nee, da ist er. Supplies may be printed from mined ore. 3D printers must be connected to pallet. Okay, muss also an eine Palette angeschlossen werden. Interessant, interessant. Da würde ich aber sagen, um das zu machen, werden wir mal eine neue Palette hierher setzen. Einfach mal hier hinten, einfach nur um zu probieren. So, dann kommt nämlich auch schon... Dann können wir nämlich unsere eigenen Supplies hier oben herstellen. Heißt, wir brauchen... dann eigentlich auch gar keinen Nachschub mehr von der Erde, wo wir eigentlich momentan auch genug Supplies haben. Copy. Jetzt stapel das da mal wieder ab. So, genau. Aber so ein 3D-Drucker ist natürlich auch schon mal was Feines. So. Der dackelt jetzt los, holt noch eine Kiste. Denn ich glaube, eine fehlt noch. Genau, wir brauchen 5 Kisten. Aber da kommen die nächsten schon angefahren. Von daher kannst du auch eigentlich da bleiben. Bin nur mal gespannt, ob die dann auch verteilt werden, wenn wir da drauf jetzt drucken. Aber das werden wir noch sehen. So. Autoprint. Macht er jetzt was? Oh. Achso, wir brauchen Ore. Ore, das ist Ore. Ore ist rot. Das haben wir da eigentlich abgebaut. Hätte ich jetzt gedacht. Ja. Auf jeden Fall haben wir was im Tank, aber das haben wir nicht dort. Müssen wir das jetzt dort irgendwie hinfahren? Ich weiß es nicht genau. Wir fahren einfach mal dahin und gucken mal. Ansonsten gibt es hier in der Nähe bestimmt auch noch was, was wir abbauen können. Boah, man sieht hier ja nichts.
Achso, seht ihr, was wir noch machen können, aber das werden wir wahrscheinlich dann. Ne, das machen wir gleich. Wir werden. Es gibt ja noch diese Sonderrakete. Nämlich die hier. Und dann können wir einen Wettersatelliten hochschicken. Und das werden wir jetzt einfach mal tun. Jetzt brauchen wir ja eh momentan jetzt nicht. Ja, keine Supplies oder sonstiges. Von daher können wir auch mal uns einen Wettersatelliten gönnen. Und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Dann müssen wir in der nächsten Folge ausprobieren, wie wir den 3D-Drucker in Gang bekommen. Lade, 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 lade. Resi-Satellit deployed. Monitor of events by building radar areas. Okay, da müssen wir noch irgendwelche Radarbereiche bauen. Okay, damit müssen wir uns dann ausführlich in der nächsten Folge beschäftigen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich hoffe, also wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich wie immer gerne liken oder also Daumen nach oben oder mal einen Kommentar drunter schreiben. Ich würde mich freuen. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss, ciao. Euer David von meinika.de.